Ein wunderschön und herzlich willkommen zurück. Ja, zu Clicker Hero. Genau, doch. Folge 51. Ja, ich bin gerade von einer halben Stunde aufgewacht. Man verzeih mir bitte eine gewisse Schlaftrunkenheit. Ja, genau. Hab gerade erst geschlafen, eigentlich wollte ich ja gestern Abend aufnehmen, ne? Gestern war Montag, heute schon Dienstag. aber es kam halt privat was dazwischen. Ja, ganz normal, ich habe noch ein Leben neben meinen Aufnahmen. Deswegen halt erst heute früh. Mache ich halt heute früh und heute Abend eine, kommt auch gleich raus. genau, ich habe gestern ein paar Essentials noch durchgedrückt. So, wo sind wir hier? Dankeschön. Ja, ich weiß nicht, ich habe hier noch was. Nee, garantiert nicht so. Wir sind so ziemlich am Ende dieser Essentials. Die Ascension jetzt haben sich auch immer weiter dem Nullpunkt angedingt, da Boomstart. Hier, man merkt schon, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir gestern waren. Wir waren, glaube, unsere letzte Ascension. War das die hier? Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es. Nee, das ist ja hier noch mit 1E4 und 1E2. Dann war wahrscheinlich das hier unsere letzte Ascension. Ja, und man merkt schon, seitdem ging es kaum noch voran. Hier gerade mal ungefähr 1E100, also etwas mehr als 1E100, ne, von 8,45 auf 2, ne, also etwas mehr als 100. Hier auch wieder gerade mal so, ne, nicht mal 100 mehr, hier auch gerade mal so, also, ne, hier dann überall noch 10er Faktor. Ne, irgendwas laber ich überhaupt, 10er Faktor, nicht 100er Faktor. Genau, überall quasi immer noch nur noch das 10-fache von davor, hier sogar nur noch das 5-fache. Jetzt hier auch nochmal, okay, jetzt das 4-fache immerhin. Nee, eben, ist noch weniger. Also, wir nähern uns immer mehr absolut dem Nullpunkt bei jeder Ascension. Wie gesagt, die Ascension jetzt, die hat jetzt auch über Nacht gearbeitet. Von daher könnte ich jetzt durchaus sogar noch ein bisschen weiterkommen. Aber man merkt auch, die ist ausgelutscht. Da läuft nichts mehr zwischen uns beiden. Also, was ist hier los? Ach genau, ich habe noch ein paar Goldquests bereitgelegt, weil wir transzenden wollen. Ne? Diesmal bin ich schlau. Ich habe ja studiert. So. Und das heißt, im Rahmen dessen, dass die Ascension, ja, den Buff wollen wir schon nicht mehr schaffen. 4, 3, 2, ah doch, haben wir es sogar noch geschafft. Ja, die Zahl ist jetzt hinter dem Ei, ist natürlich wunderbar. Aber gut, was soll's. Ich würde mal sagen, ich versuche es jetzt gar nicht mehr so lange. 14, 13. Ich weiß nicht, ob man das im Video noch sieht, die Zahl. Eigentlich müsste man die Zahl noch sehen. Ist ja, ne? Gut, ich weiß nicht, die Zahl hinter dem Ei, weil es ja so kaum erkennbar ist, kann es sein, dass es das YouTube jetzt komplett rauswäscht. Macht es hier ja gerne, wenn da kaum Unterschied drin ist, dass es einfach dann bei YouTube so stark komprimiert wird, dass man den Unterschied hinter der Zahl nicht mehr sieht. Auf jeden Fall, wir senden jetzt. So. Danke. Dann speichern wir natürlich und machen die beste Ascension all over the world. Klicker, genau. Doch, ja, genau. Und jetzt geh mal bitte weg. So, wir bekommen sogar 65, ja. Also, gestern, nach der letzten Aufnahme, hätten wir so ungefähr 50 bekommen. Ja, mit ein paar Mal Ascension, damit nochmal, ne, knapp 15 rausgeschlagen mit den letzten Ascension. Also es geht. Es ist auf jeden Fall mehr als davor. Das muss man da sagen, ne? Genau. So. Ja, wir haben gerade... Haben wir jetzt gerade schon dran? Ne, haben wir noch nicht. Sonst ich schon wieder. Wir müssen noch. Respec. Ich bin halt am Überlegen, ob ich respecke, um tatsächlich doch die ganzen Dinger von Kummerwackermaru wegzunehmen. Aber ich glaube, ich lasse sie doch drauf. Die 5 Level schaden dem Typ ja nicht. Von daher, wir machen normal. Bam. Hallo, danke. So, und jetzt können wir richtig scheiße loslegen. Jetzt haben wir schon, naja, 3,8. So ungefähr. Einfach mal die Fresse halten. So, was wir zu allererst machen. Wir haben ein unendlich hohes Konto von 160. Wir können also jetzt locker sogar 10 Level kaufen. Lol. Die Sache ist, es bringt halt nichts, weil der wird halt gerade mal viermal so stark.
Kurz da bei 155, ne? Also, ich weiß es nicht. Was wir mal machen könnten, ist das hier, würde ich gerne mal machen hier. Ne? Dass wir den mindestens auf 4 heben. So. Ich war sogar am Überlegen, ihn auf Level 100 zu heben. Na? Aber ich bin dann ja doch nicht so lebensmüde. Ich würde gerne. Ich weiß halt nicht, ob das hier überhaupt irgendwas bringt. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt hier mit einmal gleich 10 Level kaufen, dann könnte es sogar tatsächlich was bringen. Ich hoffe, der bleibt doch bei minus 5% und nicht, dass es immer weiter abnimmt. Weil das mit diesem 0, mit diesem Minusprozent kann doch durchaus sein, dass es abnimmt. Egal, wir haben gespeichert. Ja, siehst du, nimmt nämlich ab. Wir haben nämlich nur minus 40%. Obwohl bei Level 10 eigentlich minus 50% sauber sein müsste. Ja, da wurden wir schön verarscht. Und die restlichen heb ich einfach. Achso, ich wollte noch bei Dora noch ein bisschen nachlegen, weil ich da gemerkt habe, mit den Kisten am Ende, zum Ende hin, wurde es doch ein bisschen knapper, als ich dachte. Da müsste ich also noch mindestens 4 Level nachlegen. Ansonsten auch Kronos noch normal, ne? Der hat auf jeden Fall zwei Dixabums da. Weil man merkt, am Ende wird der Bossfight-Timer ganz schön knapp. Und dann stecke ich einfach nochmal 2 Level hier rein. So. So, Admin. Den mache ich mal auf Level 10. Schon viel mehr können wir nicht mehr machen. Wisst ihr was? Dann klatsche ich hier nochmal mal 10 Level rein. Und wenn es irgendwie doch scheiße sein sollte, so wie ich jetzt gerade gemacht habe, naja. Dann machen wir halt einfach nochmal einen Respec in der nächsten Transaction. Ist ja auch kein Problem. Ach komm hier. So. Genau. Wir haben jetzt sogar noch unser Ei. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier ein bisschen Gold holen. Mir fällt doch gerade ein, dadurch, dass ich jetzt die Transaction auf heute verschoben habe, müsste ich heute auch nochmal gegen Boss kämpfen. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Noch nicht. Ach, ist doch egal. Blick. So. Dann gehst du schon mal darauf, du darauf, du darauf, du darauf und du gehst darauf. Genau. So, dann holen wir uns eine schöne kleine Quick Ascension. Ja. Ah, ich war gerade ein bisschen verwirrt, was gerade passiert ist. Ja, man merkt auch, ich bin noch halb im Bett. Achso, ich kann auch mal das hier einschalten. Dankeschön. So, wir haben 7 Hero Souls und natürlich Pech. Ernsthaft jetzt? Das ist nichts, was ich brauche. Aber wirklich gar nichts. Ah, Glück gehabt. Easy. Hashtag läuft. So, direkt Level 2. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, weißt du was, komm, du gehst einfach mal hier rauf. Bop. So. Naja. Zumindest haben die Gold-Ei dafür gereicht, um ihn auf Level 20 zu heben. Gut, hätten wir auch so geschafft. Die 600 oder was wir an Gold bekommen haben, war jetzt gar nichts. Da bringen uns die auf jeden Fall mehr. wobei der bringt auch gerade mal 400. Weil. Gut, war auch bei dem gerade mal eine 5-Minuten-Quest, glaube ich. Eine 5- oder eine 15-Minuten-Quest. Irgendwie sowas. Also eine ganz, ganz kleine Quest. Am meisten bringt der hier, weil das war eine 4-Stunden-Quest. Ne? So, dann gehst du mal bitte wieder darauf. Achso, jetzt hatte ich gar nicht gezeigt, wie ich meine Angels gelevelt hatte. Na, egal. Ist auch sowieso nicht in dem Sinne, ne? Ich habe die einfach immer so hoch gelevelt, wie es halt gerade ging. Ich habe ja schon ein paar Mal, habe sie schon ein paar Mal zugeguckt, wenn ich gelevelt habe. Ne, von daher. Habe ich einfach genauso gelevelt wie für immer auch. Die oberen drei erstmal, also die halt den Click Damage und den DPS erhöhen.
Dann habe ich die drei Goldies gelevelt, alle auch immer auf das gleiche Level. Und die restlichen habe ich dann auf die ganz teuren verteilt, als sowas wie Admin, Kumawakamaru und dann die anderen. Also letztendlich genau das gleiche wie immer. So. Danke. Hui, jetzt ist schon Level 26, 27. Naja, man merkt schon, ne? Wir haben jetzt fast hier, ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier auf Level 100 zu gehen oder ob wir einfach auf Level 50 bleiben. Ich glaube, wir bleiben bei Level 50, weil, ne, ab jetzt fängt langsam an, ineffizient zu werden. Weil, wenn ich jetzt nochmal 50 reinstecken würde, wären wir gerade mal doppelt so stark. Also, ne, da merkt man schon, wenn etwas linear ist, wird es halt immer ineffektiver. Weil halt eine einzige Ancient Souls immer weniger Wert hat. Ja, klar, man kann natürlich jetzt sagen, ja, yeah, stimmt doch gar nicht. Eine Ancient Souls hat immer den Wert von 100%. Ja, aber 100% bringt halt immer weniger, weil 100% von 100% ist das Doppelte. 100% von 5000% ist aber nur noch ein Fünfzigstel, was wir stärker werden. Und da man ja in so einem Spiel die Stärke relativ sehen muss, also relativ zur vorhandenen Stärke, wie weit man da mehr bekommt, muss man natürlich als Basis denn nicht mehr 100% nehmen, sondern die bereits vorhandenen 5100%. Und wie gesagt, da wäre das dann bloß noch ein Fünfzigstel für eine Ancient Soul. Ne? So musst du rechnen. Deswegen ist doch wirklich eigentlich nur noch das effektiv, was auch mitskaliert. Also, naja, der hier ist nicht so auch, ne? Selbst der ist mittlerweile uneffektiv, wobei er halt zumindest immer eine Quadratfunktion drin hat. Noch besser wäre es natürlich, wenn wir irgendwo noch höheren Exponent haben. Aber sowas haben wir leider nur bei ihm. Ja. Das heißt, das hier wird Stück für Stück immer ineffektiver. Gut, jetzt ist es natürlich auch so, sobald wir einmal hier ordentlich Ancient Souls haben, bekommen wir auch pro Transcend, wie gesagt, immer mehr Ancient Souls. Gut, bisher ist davon nichts zu sehen. Warum steht bei einer Transcend eigentlich nicht, wie viele Ancient Souls man bekommt? Ich habe keinen Plan, warum sowas Wichtiges hier nicht steht. Ja, da könnte man super vergleichen einfach, aber nein, natürlich nicht. Warum haben wir gerade mal 13? Gerade mal 15? Ach nee, ist ja nochmal. Der hier springt raus. Der ist falsch, nicht der. Eben, normalerweise hatten wir 10 und jetzt haben wir 13 bzw. 15 gemacht, also sogar schon mehr als normal ist. Oh, ich sollte hier mal weiterleveln. Danke. Danke für die Blumen. Blumen. Das war gerade dumm. Den müsste ich auf 150. Nee, 125. Ist ja auch egal. Ich gebe jetzt einfach allen 25 Level und dann hat sich sie aber auch. Da hat sich sie aber Feierabend, Alter. So, bam. Bitteschön. So, genau. So, dann aktivieren wir mal unseren ersten Boost. Das heißt, ich nehme dich. Ja. So, dann können wir jetzt quasi direkt hier. Ich mache erstmal die unteren. Oh, komm. Digga, wie viele bitte? Danke. Oh, der geht schon nicht mehr. Okay. Kein Problem. Danke. So. Na gut. Akzeptiert. Lalalala. Diese Insta-Kill-Phase ist so befriedigend. So befriedigend. Lalalala. Ah, wir haben gefight. Na gut. Können wir wenigstens von gestern abholen? Naja, 4. Immerhin. Da kriegen wir ihn zumindest schon mal auf Level 3. Bringt das was? Ja, klar. Na gut, noch nichts, weil wir noch kaum Click-Damage haben.
Aber sobald die ersten Skills aktiviert sind, die ersten Upgrades aktiviert sind, die den, ne, Hochdingsterbumstern, läuft das dann auch. So, dann machen wir mal jetzt hier nochmal. Danke, danke. Danke für Ihren Einkauf. Bitte beehren Sie uns nie wieder. Sie gottverdammten Hurensöhne. So, dann einfach mal den nächsten aktivieren. Der Nächstpreiswerte ist eigentlich, sind die alle gleich gut. Na gut, der ist ein bisschen weniger. So. Schwupps, da wupps, jetzt können wir wieder. Oh, Armin Hopp. Armin Hopp, mein kleiner. Ja. Hopp, hopp. Hopp, hopp, ab ins Bett. Schlafenszeit, mein König. Alter, sowas musst du mal wenden, obwohl, dies garantiert. Dass irgendwelche Könige sowas haben wie, wer weiß nicht. Betreuer oder Psychiater. Die haben meistens denn ihre eigenen Psychiater. Ja, so eine Privatangestellten. Wie alle reiche Schnösel. Die brauchen auch alle einen Psychiater, mal ganz ehrlich. Schon Level 80. Guckt euch das an, Alter. Gut, die anderen drei hebe ich mal auf. Wenn wir dann fast an Frostleaf rankommen, dann können wir da nochmal ordentlich boostern. Jetzt erstmal haben wir bereits Insta-Kill und mehr als Insta-Kill geht eh nicht. Mal ganz davon abgesehen, ne? Von daher bin ich da ganz glücklich. Oh, Gold, 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 Gold. Oh. Außerdem haben wir jetzt noch mal ein paar Skills. Und die skillen so richtig. Spaß. So. Du bist ja nur plus für Einstecke, soweit ich weiß. Wobei der am Ende hat er auch einen geilen Skill. Den wir halt brauchen. Das hier. Ne, Quatsch, nicht Skill. Mann. Skill ist ja das hier. Ich verwechsel immer Skill und Upgrade. Oder, naja. Eigentlich nicht. Bei Skill sage ich immer Skill. Aber bei Upgrade sage ich auch manchmal Skill. Was komplett auf mein Skill schließen lässt, der ist nämlich unterirdisch. Der hat einfach mal einen negativen Wert. So. Oh, wir kommen langsam aus der Insta-Kill-Phase raus. Oh mein Gott. Das ist aber kein Problem. Spätestens wenn ich das manuell nachlevel, haben wir wieder Insta-Kill. 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 Kill Bill. Es war ein Film, ne? Kill Bill. War sogar ein recht geiler Film. Wenn es der Film ist, den ich denke, dass das der ist. Und ich anders heißt. Ich weiß es nicht. Ist aber ein sehr blutiger Film, also nichts für die Familie. Also für die Familie schon, aber ohne Kinder. Oh ja. Ach, wie wir einfach Insta-Kill haben die ganze Zeit. Ha. Ich fühle mich wie im siebten Himmel. Oh, als nächstes kommt schon Frostleaf. Sehr schön. Das ist ja allerliebst hier. Allerliebst. Das ist der allerliebste von allen. Oh, da ist er schon. Der geile Kinderficker. Was? Lass uns meine Tochter in Ruhe. Die begatte ich bereits. Okay. Wir driften in einen. Ja. Was ein schöner Tag heute. So. Wir machen mal hier noch drei Level. Und dann können wir uns bald Frostleaf leisten. Das ist gar nicht mal so schlecht. Bumm. So. Finger auf dem Abzug. Ich habe keinen Finger mehr. Ging auf dem Abzug. Und können wir hier nochmal nachpumpen? Ja, na Halleluja. So. Dann können wir jetzt richtig hart und loslegen. Ich mache mal erstmal so hier. Aber gut, das bringt gar nichts. Wohl 8 Stunden, ne, wenn ich von 8 Stunden eine Stunde abrechne, haben wir immer noch 7 Stunden. Und so lange geht das Händchen, definitiv nicht. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Das wird nicht passieren. So,
andere Chatraum eigentlich auch alles nicht, ganz ehrlich. Ach, aber bevor ich es gerade nicht verwende, ach, ich lasse einfach. Ich lasse einfach. So, mal gucken, dass ich hier auch die ganzen Skills immer schön aktiviere. Das heißt, bis Level 75 mache ich noch mal manuell, ne? Manuelle Steuerung. Und die restlichen paar, die können wir dann immer noch ne? Automatisierter machen. So. Oh, diese scheiß Clicker-Hero-Tooltip hier. Was ist denn da los, ey? Ich muss auch gucken, ob ich diese Kack-Tooltip hier im Browser deaktivieren kann. Obwohl, dann ist auch wieder scheiße. Und für eine spezielle Seite kann man es garantiert nicht deaktivieren. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. So, sehr schön. Dann können wir jetzt erstmal ein bisschen warten, bis der Insta-Kill raus ist. Sobald der Insta-Kill raus ist, können wir hier nochmal nachdrücken. Ja, das klingt so ultra spannend. Langweilig. Oh, wir haben ein Relikt. Ein Relikt aus längst vergessener Zeit. Mindestens was Interessantes. Bab und na, Alter, weder atmen noch. Nee, guck mal, Wakamaru. Nur so eine Schwänze, Alter. Cialatas, wer braucht dich, du Hurensohn? Das Einzige, der Einzige, der überhaupt ein bisschen was bringt, ist ganz unten Dora. Das ist das Einzige, was überhaupt ein bisschen was bringt. Das ist traurig. Das ist echt traurig. Meine Stimme ist so gerade so komplett gefickt, Alter. Ich sollte mir mal abgewöhnen, direkt nach dem Aufstehen Aufnahmen zu machen. Ist erstmal in Ruhe was essen, gut gegessen habe ich. Dann, aber dann wenigstens auch was trinken. Ja. Bevor ich mich also was wissenschaftlich kompliziertes wie eine Aufnahme setze. So. Okay, langsam geht der Zirkel wieder raus. Langsam geht er raus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oha, 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 oha. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Beim Boss ist ja richtig langsam, ja. Man konnte quasi zugucken, wie der runtergegangen ist. Das ist aber nicht so geil. Welches Level bist du gerade? Bist du schon bei 200? Nee, noch nicht. Gut, dann machen wir jetzt tatsächlich mal den ersten Booster rein. Ich booster einfach mal. Haben die beide gleich? Wieso haben die alle gleich? Naja gut, nee, der ist am niedrigsten, oder? Ich dachte, der ist niedriger. 1,1, 1,8 und 2,9. Ja, der ist hier halt um, der hier oben ist natürlich am wenigsten wert. Na gut. Dann machen wir das mal. Oh, 2 Tage überlebt er sowieso nicht, mal ganz davon abgesehen, aber okay. Wenn er überlebt, haben wir wenigstens 11 Rubine, was jetzt auch nicht wirklich was bringt. Ich meine, wir haben sowieso schon so viele Rubine, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr machen, was um 4 Rubine angeht. Wir könnten doch locker jetzt 20 Quick Essential machen, dann haben wir 200 Millionen Milliarden Hero Souls. Wir können noch ein paar Timelapse machen. Zumindest haben wir ein bisschen was in der Hinterhand. Siehst du, ich könnte auch, während ich hier sowieso im Hintergrund, also offscreen, sag ich jetzt mal, ascende, könnte ich auch Quick Ascension machen. Das würde halt die Zeit drastisch reduzieren, weil, ne? Da muss ich nicht immer wieder von Level 0 bis Level X gehen. Ich kriege jetzt auch keine Rubine mehr, aber damit kann ich leben. Wie wir einfach wieder Insta-Kill haben, ich glaube das nicht. Okay, also langsam wird es wieder weniger, ne? Der Balken blitzt jetzt andauernd auf. Oh, und jetzt bleibt er auch relativ lange. Okay. Oh, habt ihr das gesehen, Alter? Schweres Dilemma, schweres Dilemma. So, als nächstes kommt dann der hier. Bringt das schon was? Oh, wir sind schon bei Level. Wow, wow, wow. Wow.
Oh ja, wir werden langsamer. Ich booste mal direkt nach. So, wow, das sind aber schöne Missionen. Gut, die wird da wahrscheinlich. Die bringt doch gar nicht so viel mehr. Die bringt nicht mal das Doppelte. Dann nehme ich lieber dich. Jetzt haben wir wieder schön Instakill. Die Ancient Souls werden aber auch nicht wirklich mehr, ne? Wir sind immer noch bei unter 5 E5. Ich dachte, das bringt wenigstens hier richtig was, dass wir gleich hier so, weiß nicht, auf mindestens 1 E6 kommen oder sowas. Aber scheint irgendwie nicht so. Mal gucken, wie viel der nächste Poimel-Boss bringt. Mal gucken, ob der nächste Boss überhaupt Poimel ist. Nee. Ich weiß nicht, irgendwie ist es am Anfang, ich glaube, das ist tatsächlich geskriptet, dass es am Anfang nicht wirklich zufällig ist, sondern die ersten paar Bosse direkt nach Level 100 hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit als diese angeblichen 25%. Dafür wird es aber nach Level, ne, ich weiß nicht, so ab Level 150 oder sowas, also wenn die ersten Primal-Bosse dann durch sind, sinkt dafür die Wahrscheinlichkeit drastisch ab. Weil irgendwie, ne, sobald man einmal hier bei Level 170 ist, bekommt man irgendwie gar keine Primal-Bosse mehr. Dafür aber zwischen Level 100 und 150 extrem viele Primal-Bosse. Deswegen, eigentlich bringt es bei der ersten Ascension überhaupt nicht, hier bis Level 300 kommen zu wollen, weil es bringt nichts. Man kriegt keine Agent Souls mehr. Hero Souls mehr. Na gut, ich mach noch mal hier. Wer weiß, vielleicht. Oh, zwei Rubine. Wow. Er wird sowieso sterben, mal ganz davon abgesehen. Irgendwie alles nicht das Gelbe vom Ei. Und ich weiß jetzt schon, dass die nächsten beiden Bosse auch nicht Primal sind. Wir hätten einfach wieder direkt bei 150 irgendwie ascenden sollen. Bei Level 150. Ja. Kein Primal-Boss und der nächste definitiv auch nicht. Ach, ist das traurig. Ist das traurig. Wenigstens bekommen wir dafür schon ein paar Guilds. Ist ja auch schon mal was. Ha, Wette gewonnen. Nächsten beiden Bosse auch keine Primal-Bosse. Das heißt, wir haben jetzt schon seit über 10 Bossen kein Primal-Boss mehr bekommen. Und damit haut das mit den 25% nämlich, wie gesagt, definitiv nicht hin. Das heißt, da ist definitiv irgendwie am Anfang bis, keine Ahnung, Level X, haut das hier mit den 25% nicht hin. Jetzt kommt mal wieder ein Primal-Boss. Sehr schön. Das ist traurig. Das ist echt traurig. Da fühlt man sich so richtig schön verarscht. Ja, man fühlt sich richtig hintergangen. Ja? Gut, dann bumsen wir noch mal ein bisschen nach hier. Ich mache mal zuerst die beide. Dann machen wir richtig hier mit Schniekes. Okay, das war wieder kein Primal-Boss. Oh, der erste ist fertig. Na komm hier. Ein Ei! Ich hab ein Ei auf dem Kopf! Ein Ei! Ein Ei! Yay, wieder Primal Boss. Aber gucken, vielleicht schaffen wir es doch noch bis 1E6. Ich brauch Kuh. Ach, siehst du, stimmt, wir kriegen davon ja noch richtig Geld. Von den Dingern. Schöner Booster. Ist mein Autoklicker noch aktiv? Ja! Guck mal, wie die Zahl hochgeht. Oh mein Gott! Na gut, lassen wir mal lieber sein. Hups, ja. Ach. Scheiß Autoklicker gerade entfernt, weil das Kreuz und genau unter dem Ei war. Beziehungsweise nicht das Ei, sondern das Kreuz war genau unter der Kante, wo ich raufklicken muss, um das Ei zu entfernen. Gut, ich hätte auch eher darauf klicken können als darauf, ist aber egal. Drum gelaufen, aber kann man ja wieder hinziehen.
Ist ja nicht so schlimm. So, da kommst jetzt du ran. Oh, wieder meine richtig alte Strategie, ey. Erst die beide aktivieren, dann beim nächsten Mal den aktivieren, dann beim nächsten Mal den aktivieren, den dann zurücksetzen und dann beim vierten Mal den zusammen mit den unteren beiden aktivieren. Meine Standardvorgehensweise. Wenn ich noch relativ in den unteren Levels bin. Oh, ich sehe gerade, sie haben mich gar nicht hier. Soll er. Haben wir schon alle hochgelevelt? Sieht gut aus. So, mal gucken, ob der nächste Boss wieder Primal ist. So, jetzt 3, 4, 5. Bam. Hallo. 3, 4, 5 geht doch. 5. Oh. Dieses Game. Das gamet mich ja so richtig weg hier. Ja, gleich 400. Oh mein Gott, wir haben Level 400 erreicht. Party hard. So, ja, ab jetzt 25er Schritt, das heißt, fürs nächste brauchen wir schon 7E40. Holy shit. Obwohl, doch, das können wir. Können Dread Knight holen. Weißt du was? Dann machen wir es auch mal direkt. Einfach because he is strong. Ne, weil er hat dann nämlich gleich das 10-fache an Angriffsstärke. Das macht sich schon bemerkbar. Er schafft es vielleicht doch noch auf 1E6. Holy shit, Alter. Holy shit. Und das in der ersten Ascension? Gut, dafür dauert die aber auch jetzt ewig, ne? Also. Normalerweise hätten wir jetzt schon zwei Ascension machen können in der Zeit, also zwei kurze Ascension in der Zeit. Hätten wir locker mehr gehabt, aber gut, was soll's. Ich habe gerade irgendwie einfach mal ein bisschen Spaß hier, die Ascension länger ziehen zu lassen. Ich weiß auch nicht warum. Gut, die Aufnahme wird zwar dadurch jetzt auch heftig überzogen. Ich glaube mal, wir sind schon weit über eine halbe Stunde. Aber gut, dafür haben wir bloß noch eine Folge pro Tag. Von daher kann man das da schon machen. Kann man schon. Also mein Ziel ist 1E6, ne? Das müssen wir schaffen. Selbst wenn es jetzt noch 3 Stunden dauert. Na gut, vielleicht doch nicht 3 Stunden. Der nächste Primal Boss dürfte schon reichen. So, kurz mal weg hier. Acht, neun, und. Ja, klick. Easy. Ach ja. Kannst bitte wieder ein Primal-Boss kommen? Und zwar zack, zack! Aber schön, wir halten echt gut unsere Stärke. Ah, kein Primal-Boss, natürlich. Natürlich. Ja, ich meine, ab und zu wird es halt auch ein bisschen langsamer, da sieht man halt schon den Balken. Aber so, ne, so insgesamt betrachtet, muss man schon sagen, läuft eigentlich schon relativ gut. Gut, da uns haben natürlich jetzt auch die ganzen Söldner hier in den Arsch gerettet, weil die halt direkt immer relativ viel an Gold gedroppt haben. Schon wieder kein Primal. Ich sag's ja, die letzten 1E5 kosten dauern jetzt noch 2 Stunden oder so. Ach, Herr Minächen. Hätte ich mir doch bloß einen Kaffee gemacht. Oh, ich kann natürlich mal die nächsten Upgrades kaufen hier. Bam, und das nächste kommt gleich. Oh, das war er. Oh mein Gott, wir sind fertig. Kein Bock mehr. Raus. So. Dann können wir jetzt mal ordentlich einkaufen gehen. Ja. Ja.
Ja. Brauchen wir zwar eigentlich noch nicht, aber ganz ehrlich. Brauchen wir auch noch nicht. Die brauchen wir eher. Die ganzen wichtigen. Gut, das brauchen wir auch noch nicht wirklich, weil Golden Kick bringt uns noch nicht so viel. Egal, haben oder nicht haben. Heaving Power Surge. Ich lasse dich alle mal raus hier komplett erstmal. Admin. Der wichtigste von allen. Oh, der wichtige. Der wichtige von allen. Klar. Der wichtigste von. Ach, leck mich doch am Arsch. Wichtigste von allen. Oh mein Gott. Ach, leck mich doch am Arsch. Gibt hier keine. Hä? Wir haben schon alle wichtigen? Nee, ne? Nee, ich sehe vielleicht die Hälfte an guten. Oh mein Gott. Langsam werden sie aber auch teuer, ne? Ich mach mal ein Reroll. Lucky Strike. Haben wir schon alle wichtigen? Also 1, Admin, 2, 3, unsere drei Klicker haben wir. Wir haben Admin und Kumawakamaru. Wir haben Jaggernaut und wir haben unsere drei Goldi. Ja, damit haben wir alle wichtigen. Gut, dann lassen wir das jetzt erstmal auch so auf dem Stand. Und dann gucken wir mal ganz kurz. Wir ziehen dich mal auf Level 9. Wir machen erstmal alle auf Level 9. Das heißt, das geht dann kopieren schneller. Braucht nämlich immer nur einmal V, Steuerung V, V, Steuerung V, V, Steuerung V, V, Steuerung V. Das geht so ultra schnell, ey. Penis. Was? Oh, ach ja, den haben wir ja schon gelevelt. Wäre mir beinahe ein falscher Fehler unterlaufen hier. Jo. So. Dann gucken wir mal jetzt weiter. Admin. Ja, siehst du, Level 10, also Level 20 wird nämlich schon definitiv zu teuer. Ich könnte ihn auf Level 15 hieven, macht aber auch keinen Sinn. Nee, komm, ganz ehrlich. So, hier Level 1000. Das ist definitiv zu teuer. Level 100 wiederum ist aber kein Problem. Ich mache den mal erstmal auf Level 100 und dann gucke ich mal Stück für Stück. Das wird jetzt schon ganz schön teuer. Okay, ich mache die mal alle auf 300. Das heißt, 290. Oh, danke. So. Dich auch. Und euch drei natürlich auch. So, und jetzt noch unser Jaggernaut. Den wieder manuell. Weil der jetzt schon ganz schön teuer ist. Das ist heftig. Das ist Hard Cash. Dann level ich lieber nochmal die hier hoch. Ja. Ich hoffe mal, ich mache nichts, was ich später bereuen werde. So, jetzt kann ich noch mal gucken, ob das hier noch mal was bringt. Ja, komm. Okay, ich würde mal sagen, damit bin ich glücklich. Dann kommen jetzt noch die ganzen Guilds. Da haben wir mittlerweile auch ein paar. Ich will jetzt aber nicht die Kontrolle verlieren, deswegen mache ich das immer manuell, also einzeln, und gucke dabei auf den Hero Soul Wert. Aber der sinkt tatsächlich so langsam. Okay, komm, kann ich doch alles mit einmal geben. Gerade mal 24? Okay. Na gut, was soll's. So, weil, ne, wir haben ja jetzt schon unseren Typen hier. Bumm. Das heißt, die Guilds bringen jetzt schon richtig scheiße Power. Können wir mal ganz kurz gucken, wie viel er jetzt mittlerweile hat. Ja, hier, ne, 250.000%. Hallo? Geht's noch? Ey, also ich bezeichne das schon als Cheaten, ne? Also... Das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. So, den würde ich mal sagen, wir haben eigentlich mittlerweile alles gemacht. Jetzt heißt es wieder hochleveln. Da sitzt er, wie es geht. Das heißt, ich kann jetzt auch Aufnahmepause machen. Stopp, Feierabend und tschüss. In dem Sinne, mach das auch mal. Alter. Na gut, wie gesagt, das mache ich jetzt offscreen. Die Folge ist definitiv schon lang genug.
Von daher würde ich mal sagen, schau mit V und dann sehen wir uns ja, für euch morgen, für mich heute Abend wieder.